Dieser Artikel mit die Hübscheste wird man jetzt natürlich auch im Team ein bisschen damit aufgezogen. Wo ist die Hübscheste? Die Hübscheste? Wo ist sie? Die Hübscheste? Aua! Da ist die Hübscheste. Da ist die Schläfrigste. Dann die Trollis. Da ist die Jüngste. Ja, klar. Ich verteile gleich das Obst im Zug und sorge dafür, dass es den älteren Spielerinnen gut geht. Letztes Mal war es ein kleiner Schock, da haben wir Jung gegen Alt gespielt und ich war zum ersten Mal bei den Alten mit dabei. Da habe ich mich wirklich sehr alt gefühlt. Ich habe mir jetzt mal direkt nach 2 Minuten mal schon was gegriffen. Da ist Svenja Huth, die tut uns gut. Da ist Marina. Beim normalen Gepäck hatte ich Angst, dass die Gitarre kaputt geht und ich glaube nicht, dass wir gleich Stimmung machen im Zug. Ja, die Zugschale, la, la, la. Mach doch mal mit. Nicht so laut, ja, Mädels, andere wollen lesen. Wahrscheinlich muss die Doktorarbeit jetzt erstmal ein paar Wochen ruhen, aber das nehme ich gerne in Kauf. Lauf doch noch dreimal gegen mein Bein. Oh, Entschuldigung. Die gibt uns so 20 Stunden Videomaterial ab und nichts wird genommen. Das erste Mal, dass das Team-Handy bei jemandem war, wo kein Material verwendet wird. Ich muss gar nicht filmen, Leute. Können wir nichts nehmen. Kathi, vielleicht kannst du noch mal in der Woche. Kathi, danke. Vielleicht mache ich das auch einfach mal so. Kathi, danke für deine Bemühungen, aber davon können wir nichts nehmen. Wirklich gar nicht. 89 Minuten. Ich soll es nur festhalten. Voll spannend. Ja, ne? Party, ja. Stevie. Warum riechst du so gut? Ich hab mich gerade frisch gemacht. Ach, das bist du. Ich dachte, das wären die Klamotten. Ja, ja, nee, nee. Erste Aufgabe, Hauptaufgabe ist die gesamte Trainings- und Spielkleidung für die Spielerin und auch das Team hinter dem Team, also dass die ausgestattet werden. Machen wir nochmal für jeden Handschuh, ne? Die kleinen. Soll ich zwei machen pro Person? Nee, oder nee, ein kleiner daneben reicht. Also die eine sind nur die Spielerinnen, das sind die kleinere Größen und dann eine für Betreuer. Wird bei jedem Wetter gespielt? Ich habe jetzt noch nichts Persönliches noch nicht erlebt mit Abbruch, aber ich denke, wenn es wirklich ganz kalt und stürmig und Schnee und im Regen, sei denn es ein Monsun oder so, ne? Aber also wir wissen, wir sind fit, wir haben gute Trainingseinheiten hinter uns. Kaputt! Geht das? Training ist es wie beim Spiel, dass die Spielerinnen diese GPS-Sender anhaben. Da haben wir die Live-Daten, also wir sehen, wie schnell die sich bewegen, die Maximalgeschwindigkeit, die schon um die 30 Stundenkilometer ist. Also die Spielerinnen sind echt schnell unterwegs. Wir sehen auch die Gesamtdistanz, da gibt es gewisse Werte, die für uns sehr relevant sind, wie Anzahl Meter pro Minute. Und da gibt es nur eins und das ist Vollgas. Ich sehe immer komisch aus beim Laufen und ich kann auch ganz oft keine Fußballbilder von mir selbst sehen, keine Laufbilder von mir selbst sehen, dann denke ich, oh mein Gott, schön ist was anderes. dann frage ich mich auch immer, sieht es bei den anderen auch so aus? Also irgendwie haben die immer schöne Bilder. Wir kriegen keine direkte Auswertung der Daten, der Tracker. Das dient eigentlich in erster Linie dazu, dass Patrick eine Rückmeldung darüber bekommt, wie intensiv die Belastungen im Training für die einzelnen Spielerinnen sind, um auch eine individuelle Steuerung gestalten zu können. Eine schnelle Spielerin, die viele Sprints macht, wie Julie Gwynn oder wie Svenja Huth, dass die entsprechend auch auf eine bestimmte Anzahl Sprints kommen und können Einfluss nehmen, sie zum einen bremsen, aber sie zum Teil auch nochmal in eine andere Position bringen und sie dazu veranlassen, dass sie noch 2, 3 Läufe mehr machen. Deswegen ist das auch extrem wichtig, dass wir dort die Live-Daten auch haben während dem Training und dass wir die im Trainerteam unmittelbar besprechen können. Ja, genau. So.
Und das passt, okay. Die Arbeit mit dem Tracking-System, die machen wir erst seit ein paar Monaten. Das ist ein neues System für uns. Wir sind das auch am Austesten insgesamt im DFB, also auch bei den Männerteams, bei den U-Teams. Das Ziel ist eigentlich, dass wir das über alle Nationalmannschaften sinngemäß auch nutzen können. Und wir sind jetzt eine der Mannschaften, die das auch mit zum ersten Mal so bei einer Endrunde 1:1 einsetzt. Im Achtelfinale stehen wir schon sicher. Um jetzt noch Gruppenerster zu werden, würde ein Unentschieden gegen Südafrika reichen. Und da ist es dann auch egal, wie jetzt China gegen Spanien spielen würde, weil dann hätten wir 7 Punkte und dann könnte man nicht mehr an uns vorbeiziehen.